Ihr habt hoffentlich schon gegessen, denn das nächste Thema ist nicht gerade appetitanregend. Wir zeigen euch 7 Dinge, auf denen in der Regel mehr Keime haften als auf einer durchschnittlichen Toilette. Viel Spaß! Laptop. 5-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Ein kleines Rezept aus der Zeit der LAN-Partys. Zockersuppe. Einfach Laptop- oder PC-Tastatur umdrehen und das, was rausfällt, mit kochendem Wasser übergießen. Diese nicht ernst gemeinte Anleitung zeigt das Problem schon ganz gut auf. Auf Tastaturen und Laptops bleibt alles liegen, was den Tag über draufkrümelt. Und wer wäscht sich schon die Finger, bevor er sich an den Rechner setzt? Abhilfe schaffen kann da Desinfektionsmittel und für die Krümel empfiehlt es sich, einmal im halben Jahr eine Zockersuppe zu machen. Nicht! Smartphone. 7-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Wer den ganzen Tag das Handy bedient, auch wenn er unterwegs ist, der wird sich kaum vor jedem Griff an das Smartphone die Finger waschen. 7-mal mehr Staphylokokkenbakterien konnten auf den Displays unserer Taschencomputer sichergestellt werden, als auf der durchschnittlichen Toilette. Das ist auch kein Wunder, schließlich benutzen die meisten von uns ihr Handy am allerliebsten, wenn sie auf der Toilette sitzen. Es gibt allerdings spezielle Desinfektionskits für das Handy. Das sollte euch eure Gesundheit wert sein. Handtaschen. 10-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Britische Forscher haben 25 häufig benutzte Handtaschen untersucht und in ihnen vor allem Keime gefunden, die schwere Magen-Darm-Infekte auslösen können. Diese haften vor allem auf Lippenstiften und Cremedosen und sind nicht zu unterschätzen. Hier hilft es, die Taschen regelmäßig zu desinfizieren und sie nicht zu lange auf dem Boden abzustellen. Wasserhahn. 21-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Unsere Wasserhähne haben häufig mehr Bakterien an sich haften als die Toilette selbst. Sie werden seltener geputzt und regelmäßig mit schmutzigen Händen angefasst. Es reicht, sie regelmäßig zu säubern, wenn man eh gerade dabei ist, das Bad auf Vordermann zu bringen. Schneidebrett. 200-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Diese kommen direkt mit rohem Fleisch und Fisch in Kontakt und in den kleinen Ritzen, die scharfe Messer hinterlassen, können sich Keime fröhlich ausbreiten. Das ist ein großes Problem, denn schließlich schneidet man ja auch Lebensmittel, die roh verzehrt werden, auf diesen Brettern. Ihr solltet die Teile deswegen regelmäßig mit kochendem Wasser abspülen und sie gründlich mit Spüli waschen oder einfach in die Spülmaschine stecken. Schwämme. 456-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Schwämme und Lappen, mit denen ihr in der Küche für Ordnung sorgt, sind wahre Labore für biologische Kampfstoffe, wenn sie nicht regelmäßig gewechselt werden. Fangen sie an zu müffeln, ist es bereits viel zu spät. Am besten ist es, sie einmal die Woche auszutauschen oder wenn sie in Kontakt mit oft kontaminiertem, wie zum Beispiel Hühnchenfleisch, gekommen sind. Dieses hat nämlich häufig Salmonellen in sich. Teppiche. 700-mal mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz. Bakterien fühlen sich an abgestorbenen Hautzellen so richtig wohl. Diese fallen logischerweise auf eure Teppiche und in denen gibt es eine wahre Bakterienorgie. 700-mal so viele wie in einer durchschnittlichen Bürotoilette kann man hier finden. Unter ihnen auch so unangenehme wie Salmonellen oder E. coli-Bakterien. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte den Teppich einmal im Jahr von einer Spezialfirma reinigen lassen, die alles entfernt, wo der Sauger nicht rankommt. Wie genau nehmt ihr es mit der Hygiene? Wird alles desinfiziert oder macht ihr euch einfach keine Sorgen? Verratet es uns in den Comments!